Schaut gut aus, habe die Ehre, Servus und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder soweit, es ist Donnerstag, aber diesmal ist alles ein bisschen anders, denn heute ist Game of Federations und es freut mich schon sehr, heute dabei zu sein, denn es gibt ein 12-Mann-Multiplayer-Stellaris-Event, allesamt Streamer, allesamt Content-Creator. Ich habe richtig Bock drauf. Wie geht's denn heute so? Perfekte Frage, denn es ist okay. Ich habe immer noch Corona. Ich habe ein bisschen hier Halskratzen hier unten. Das ist sehr unangenehm, aber es ist okay. Die Gliederschmerzen ein bisschen nachgelassen. Übrigens, scheiße, ich habe vergessen, mir eine Tablette reinzuwerfen. Ich wollte mir noch eine Tablette reinwerfen. Ja, ich bin nämlich auch ein bisschen unkonzentriert bei der Sache. Aber das wird schon funktionieren. Ne? Also das wird schon irgendwie gehen heute. Und da muss man halt einfach durch. Und Rona can't stop me, sage ich dazu. Ne? So, jetzt aber. Ansonsten ist es okay. Also, mein Holde hat es da wesentlich schlimmer erwischt mit Schüttelfrost und so weiter. Was ich jetzt tatsächlich zusätzlich habe, ist irgendwie im linken Ohr, ne? So ein bisschen Entzündungsgedöns. Auf jeden Fall tut das der Innere heute ein bisschen weh. Whatever, irgendwas ist ja immer. Aber wir zocken es heute trotzdem. Ich bin halbwegs gut vorbereitet. Ich habe alles gemacht, was getan werden muss. Und dann schauen wir, dass wir heute da loslegen in Game of Federations. Es sind ganz, ganz viele krasse Namen auch am Start. Ich bin der zweitkleinste Streamer der gesamten Runde. Und tatsächlich, Streamlabs, Dankeschön. Ballert hier schon rein. Wie läuft der heutige Talk eigentlich? Also erst einmal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Ein paar werden es schon gesehen haben, aber never mind. Game of Federation. 12 Content-Kreatoren kämpfen in einer Galaxie um, ja, whatever, was sie Lust drauf haben. Unter anderem meine Wenigkeit. Hallo, Handy Jim Drake, Servus, Jojo. Dann Tolfus, mit den freien Wiesen von Leiern. Außerdem Dr. Proof mit der technokratischen Idealo-Allianz. Schaut mir nach aquatischen Lebewesen aus. Anhänger der Lore von Gaius Julius Caesar, auf dessen Discord sind wir dann jetzt dann auch beim Event. Findet Nemo von Günther Shadow. Hallo, Zerfallgesetz, Servus. Dann ist hier am Start The Mutality mit den Mutinatoren einer Maschinenintelligenz. Steinwallen himself mit dem Reich der Schönheit. Außerdem der fette Zocker mit der fetten Technokratie. Auch ist sehr, sehr nice. So, hier, Merp ist am Start mit Premium Gammelfleisch Ray Inc. R Nation. Na, also ein Necromancer. Und natürlich der, soweit ich weiß, Veranstalter Strategie-Ecke, der Max mit FFF. Auch eine aquatische Spezies. Ranger Arena mit Pilz. Ne, Gilga? Pilze essen im Wald und so. Dann Rhinoceros mit dem Reich der Olafomaten, ebenfalls Maschinenintelligenz. Und das startet heute um 19 Uhr. Also da geht's dann, da ist der richtige Startschuss. Wir sind aber um 18:30 Uhr, ist schon Get Together auf dem Discord. Zuvor werden auch noch die sogenannten, das muss ich mal nachlesen, beim anderen Ding hießen sie Kutsch. Auf jeden Fall zwei Leute, die quasi uns zur Hand gehen und uns in die Channel moven und quasi, ja, ich sag mal, Mod-Tätigkeiten ausführen. Ne? Hier ist nochmal der Ablaufplan für das Event. Wie gesagt, 18:30 Uhr, Öffnung der Lobby, da gehen wir dann rüber zu dem guten Gaius Julius Caesar und machen wir uns dann mal bekannt mit den anderen Teilnehmern. Watcher, danke, so war's, ne? Mr. Seraphim. Servus, heute Eri. Delay auch, grüße an dich und Helga, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie gesagt, 18:45 Uhr ist dann die offizielle Begrüßung und um 19 Uhr, stisseln wir dann los, ne? Okay, also so viel dazu. Was noch zu sagen ist,
diese Watcher werden uns, wie gesagt, in die Channel ziehen und so ein bisschen ein Auge auf uns haben. Da wird da garantiert noch ein bisschen was dazu gesprochen werden. Allerdings finde ich sehr, sehr cool. Sie haben sich schon einen Haufen Mühe gemacht, muss man wirklich sagen. Respekt an die ganze Gang da drüben. Wir haben lauter einzelne Channel mit, je nachdem, wie sich die Leute dann treffen und Allianzen bilden oder unter vier Augen Channel für irgendwelche Absprachen und so weiter und so fort. Am Anfang werden wir aber alle erstmal gemeinsam in einem Channel hocken und ja, höchstwahrscheinlich nach der Einführung zu größtenteils erstmal gemutet sein, weil da hat jeder mit seiner eigenen Community zu tun. Ne? Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe mehrere so automatische Dinge, die runterlaufen, aber auch ein paar Befehle getriggert für euch. Denn, wie gesagt, die haben sich schon etwas Gedanken gemacht und auch ein bisschen Arbeit reingesteckt in die ganze Sache. Wir haben hier zum Beispiel den Ausrufezeichen Wer-Befehl. Da sieht man mit den Links, wer alles hier an der Runde teilnehmen wird. Also ich habe sie vorhin im Video eh schon mal alle hergezeigt. Dann haben wir nochmal den Ausrufezeichen Krise-Befehl. Den machen wir aber später erst. Da könnt ihr dann voten, was die Endgame-Krise sein wird. Und eventuell wer, je nachdem. Es gibt ja auch noch eine vierte Option, beziehungsweise wer wird sich wahrscheinlich dann ergeben anhand der Spieler. Also wenn es wirklich einen gibt, der so dominant wird, dass er zur Krise werden könnte, würde es natürlich passen. Aber ihr könnt auch sagen, nö, nö, wir hätten lieber einen guten alten Schwarm oder was so gut. Das geht alles natürlich. So, jetzt übrigens, bevor ich es nochmal vergesse, Moradatz, ich habe auch noch nicht Servus gesagt, du Schmuck, wie geht's dir? Hallo Soraya, schön, dass du da bist. Und das, Dadasi ist auch ein Start. Viel Erfolg bei dem Imperium. Hast du viel Erfahrung in Stellaris? Ich habe viel RP-Erfahrung in Stellaris, aber PvP-Erfahrung habe ich so gut wie gar keine. Tatsächlich. Also ich liebe das Spiel aufgrund der Geschichten, aufgrund der ganzen Sachen, die du erleben kannst, aufgrund, so, ich bin so ein Reichsbastler, weißt du, ich meine, aber so richtige Hardcore-PvP-Runden, wo man anfängt mit dem Ziel, derjenige, der die Galaxie dominiert hat, gewonnen, sowas habe ich tatsächlich, also da muss ich sagen, da war mein härtester Gegner bisher Mauku. Also der hat ja das Spiel in- und auswendig gekannt und wirklich alles exploited, was er gefunden hat, wobei, was heißt exploited? Sagen wir so, er hat das genutzt, was ihm zur Verfügung stand. Aber er wusste halt ganz genau, was Meta ist, sagen wir so. Hier nochmal der andere Screen von den ganzen Creators. Ich werde Folgendes probieren, weil das Spiel läuft durch, ohne Pausen, auf normaler Geschwindigkeit. Das heißt, es wird wohl oder übel so sein, dass ich einige Events nicht komplett vorlesen kann, weil die Zeit nicht reicht. Deswegen werde ich einfach versuchen, das in der Kürze der Würze aufs Wichtigste zusammenzubrechen. Also so ein bisschen wie bei Domina. Ne, also keine 1:1 runterlesen, sondern einfach sagen, was ist passiert, warum ist das passiert und wie entscheide ich mich. Und wenn ihr da Fragen oder so habt, dann immer raus damit. Ich werde aber trotzdem versuchen, so viel wie möglich vorzulesen, um auch den Leuten, die Stellaris jetzt nicht so extrem kennen und in- und auswendig wissen, was Sache ist, auch noch ein bisschen Story zu bieten. Was dein wievielter Tag Covid ist es, Claro? Ich habe mich wahrscheinlich am Sonntag infiziert. Höchstwahrscheinlich Sonntagabend am Rammstein-Konzert. Was geht da nochmal AA machen, bevor es losgeht? Habe ich alles schon gemacht. Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt kacken gehe, wenn ich einen Stream schon anmache. Bitte warten, der Creator ist gerade defekieren. Ja, nee, ist klar, ne? Lass das mit dem Vorlesen gewinnen, lieber. Es kommt darauf an, was man sieht unter Gewinnen. Es ist ja definitiv keine Map-Anmalnummer. Also alle haben sich darauf geeinigt, dass es nicht so ist von wegen, wir versuchen alle aus dem Reich, aus der Galaxie zu bashen und einfach nur ein Reich und das gewinnt, sondern es ist schon ein RP-Event. Also muss man jetzt schon dazu sagen, es ist jetzt nicht ein Hardcore reines PvP, wir vernichten alles, was uns vor die Flinte läuft, Event. Ne? Das muss man schon sagen, deswegen habe ich da Zeit, denke ich mal ein bisschen. Und hallo Rotpest, servus. Wie, ich krieg nicht mit, was da vor sich geht? Hä? Kommt zum Stream, zu einer Runde Stellaris. Ich gehe erstmal kacken, bevor es losgeht. Ja, das ist schön, wenn man das Erste ist, was man hört, wenn man reinkommt. Ach schön, willkommen im Club, da ist hier gute Besserung. Also ich muss sagen, Gott sei Dank hat es mich noch nicht so schlimm erwischt. Mein Holde hat da gestern mit Schüttelfrost und alles Mögliche zu kämpfen. War nicht so gut. Also wenn ich heute ein bisschen verplant bin, seht's mir nach. Ja, ne, ich bin da ein bisschen infiziert. Genau.
Okay, ich wollte noch ganz kurz ein bisschen was zu meiner Rasse sagen, aber wahrscheinlich werden wir eh eine Vorstellungsrunde machen. Aber zwei, drei Sachen hätte ich noch gerne angepasst, deswegen ich wechsle mal ganz kurz den Screen. Und dann gucken wir mal. So, das Video haben wir angeschaut, die Sachen sind durch. Game of Federations, so, wurde introduced. Dann heißt jetzt eigentlich nur noch mal reingucken in die Olga, ne? Und dann mal schauen, was da so Sache sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir schauen rein. Auf geht's. Stellaris ist am Stisseln. Und das wollen wir natürlich uns vergenussferkeln. Ich habe auch extra hier ein Event-Ding erstellt. Und dann können wir da loslegen. Tatsächlich haben wir auch zwei Mods drauf, die für fürs Triggern von Krisen und so gebraucht werden. Gut, willkommen bei Stellaris. Übrigens, ich habe eine kleine minimale Änderung gemacht. Ihr müsst mir jetzt sagen, ob das okay ist oder ob ich wieder zurückgehen soll. Den Ursprung. Jetzt passt's, Chagedi. Jetzt passt's, ja? Sehr schön. Guter Anfang auf jeden Fall. So, Navidasgard, hau dir. So, jetzt nochmal, willkommen zurück. Neues Spiel. Das hier wird, wie gesagt, meine Rasse sein, mit der ich spielen werde. Allerdings, ich bin mir bei zwei, drei Sachen noch nicht so ganz sicher. Vielleicht könnte mir da der ein oder andere ein bisschen weiterhelfen. Und hallo, Zerfallgesetz und werter Herr Clover, ich grüße euch. So, willkommen. Ich habe sie ursprünglich genannt, die Eroxalanische Liga, aber ich habe gemerkt, dass einige tatsächlich Probleme hatten mit der Aussprache. Deswegen hatte ich mir gedacht, okay, dann heißen meine Dudes halt nicht die Eroxala, sondern die Eruxa. Und es ist die Eroxanische Liga. Also ein bisschen einfacher. Ja. Das dachte ich mir so. Und ich bin dann doch zurückgegangen, weil ich mir dachte, so ein eher normalerer Start ist vielleicht gar nicht so schlecht dafür, weil mir eingefallen ist, auch die Orbitalringe und so könnte ich ja an den Habitaten gar nicht benutzen. Bei zwei Sachen bin ich mir noch nicht sicher. Wenn man die Rasse so anschaut, ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen was durch, zwei, drei Minuten habe ich noch. Ich spiele nämlich Phänotyp Pflanze, sogenannte Plantoide Spezies. Sie heißt, wie gesagt, Eruxa, die Eruxana. Und sie sind traditionell, da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, weil ursprünglich habe ich begabte Ingenieure drin gehabt, weil ich traditionell wirklich drin lassen will. Abweichler ist auch ein bisschen rebellisch, ne, und versuchen immer den Status quo herauszufordern. Und sie vermehren sich nicht nur normal, sondern auch durch Knospung. Also hier richtig, richtig eins nice mit der Pflanzenrasse. Außerdem eigentlich eine tropische Welt. Die hier habe ich es noch nicht eingestellt. Ich wollte ein trinäres System, also mit drei Sonnen tatsächlich. Es ist eigentlich eine tropische Welt mit plantoidem Baustil und ich hatte hier Überlebende als Anfangsperk gewählt, also als Ursprung. Das bedeutet, habe ich mir gedacht, gehe ich auf planetare Vereinigung. Das ist ganz klassisch. Die Konflikte wurden beigelegt, die Gesellschaft hat ein Ziel erreicht und zwar die gesamte Heimatwelt ist vereint. Und deswegen beginnt man mit vier zusätzlichen Pops und zwei Distrikten, ist ganz nice. Das hier ist allerdings vor allem aus der RP-Sicht durchaus ein bisschen nicer. Und zwar diese Zivilisation überspannte einst die Leere und kontrollierte einen Großteil der Galaxis. Sie wurde schließlich besiegt und fast zerstört. Aber nach einer langen Periode der Regression kehren sie nun zu den Sternen zurück. Also man startet mit einer Reliktwelt, quasi eine zerstörte Zivilisation, das vor allem zum RP-Hintergrund meiner Rasse eigentlich schon sehr, sehr gut passt. Wir sind, und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich nur normal pazifistisch nehme, aber ich denke mal, das kann ich während des Spiels auch anpassen. Fanatisch pazifistisch und autoritär. Fanatisch pazifistisch, logisch, ne? Man ist mal voll auf die Bretter geschickt worden. Die Zivilisation findet Krieg scheiße. Aber sie weiß sich zu verteidigen, auf jeden Fall. Und ist autoritär, denn ne, die Leute, die müssen ja, um ein Ziel zu erreichen, ordentlich geleitet werden in einer oligarchischen Struktur. Ich habe hier eine aristokratische Elite, die die oberen 10.000 stellt und Sklavenhaltergilden, denn ich spiele eine sogenannte dekadente Hierarchie. Nice. Das heißt, im Endeffekt, meine Rasse ist so,
Ja, nice. So Dekadenzleben und boah, du bist aber ein schöner Alien. Lass uns Frieden haben. Ich könnte dich super brauchen, denn du wärst ein 1A-Sklave. So in der Richtung. Lass uns doch friedlich zusammenarbeiten, aber ich bestimme und du arbeitest. So in der Richtung. Ne? Spielst Deutschland, hallo Gabelbart, nein. Und hallo Tatfi, servus. So, Vermehrung durch Knickknack Knusburg, so schaut's nämlich aus. Ne? Gut, so viel dazu. Beraterstimme autoritär, sie heißt Eroxanische Liga. Das ist mein Wappen hier und meine Schiffe sind logischerweise plantoide Bauweise. Ich bin ja auch eine Pflanze. Und das war's. Also wie gesagt, der Anführer der Rasse heißt Vizekönig, weil er quasi die Adligen und die Sklavenhaltergilden vertritt. Also ein bisschen wie bei Star Wars, bei der Handelsgilde, Liga, whatever. Okay, so schaut's aus. Ich werde vor allem halt versuchen, viel auf Einigkeit, auf Stabilität zu gehen und auf maximalen Ressourcenoutput, um ordentlich wirtschaftlich voranzukommen. Das ist so meine Idee dahinter, weil es gibt zwei Technokratien, glaube ich. Deswegen denke ich mal, muss ich dann nicht mitmachen unbedingt im Rennen um die Technologie. Ich werde versuchen, das mit Wirtschaft auszugleichen. Bei Kartoffeln, die man mit einer Knolle in die Erde anpflanzt, spricht man von vegetativer Vermehrung. Schön. Ach gut. Die erotische Liga, ne? Die eroxanische Liga. Ja, so. Haben wir das endlich. Dankeschön. So, es ist 18.26 Uhr. Ich würde sagen, schon langsam ist es mal soweit, ne? Mörp ist tatsächlich schon drüben in Alpha Centauri. Ich würde dann noch meinen Alarm abwarten und um halb dann mal rüber switchen. Aber das wäre halt so die Nummer. Wir können ja zumindest schon mal schauen, dass wir in die Lobby reinkommen. Okay, willkommen in der Lobby. Ich warte dann mal, bis sich da drüben ein paar gesammelt haben und dann werde ich da mal rüber switchen. Aber wir haben den Host in Strategie schon hier, der fette Zocker, Dr. Proof. Die sind alle schon am Stisseln. Gibt für alles ein erstes Mal, ja. Selbst für eine Stellaris PvP Multiplayer. Wundervoll. Gut. Dann gucke mal rüber da. Schauen wir mal.